Ja, und willkommen zurück. Spielstand Wir gespeichert. haben ein paar Baustellen, also die große hier natürlich, die zu, ja, das ist das 80% fertig ist. Aber wir haben auch ein Problem mit den Taschenuhren, weil uns das Gold langsam ausgeht. Mehr Druck im Kessel. Wir haben zwar unten jetzt die eine Mine wieder aufgebaut, aber so richtig klappen, glaube ich, wird das trotzdem nicht. Aber erstmal schiffen wir wieder ein bisschen Baumaterial. Sind unterwegs. Ja, und da geht das Geld natürlich nach unten, wenn wir keine Taschenuhren haben. Gold lagert denn hier? Golderz, was ist da? 7. Oh, das war Öl. Und hier sind es. Ja, was ist denn? 14. Goldschiff. Neue Befehle? Der ist hier lokal. Der ist auch lokal. Zur Stelle. Kautschuk. Weise uns den Weg zum Horizont, wo die Flamme der Freiheit brennt. Jo, na Verrat gut. es keinem. Ach, wir sollen noch mal ihren Hafen. Die ist ganz schön. Aber gerne. Da hast du noch mal ein Foto. Bitteschön. Bei Bewegung sucht dir erscheint Freiwillige. alles so einfach. Ja, war auch nicht schwer. Ich musste bloß links klicken. Isabel Sarmento benutzt Flugblätter zur Verbreitung ihrer progressiven Ideen und zur Anwerbung all jener mit einem leichten Linkstrall. Diplomatie, mit der haben wir keine Diplomatie. Was ist eigentlich. Das Schiff hier ist noch nicht da mit dem Segeltuch, ne? Okay, alte Welt und. Nee, hier ist noch nichts. Aber das Schiff wird schon wieder Anhalten! da. Laden wir das mal aus. Und wieder zurück. Wendemanöver! Holz hätten wir, glaube ich, dann unten genug. Ah, unser Flaggschiff ist auch wieder da. Das packen wir mal da hin, damit wir es sehen. Ah, wie weit sind wir denn? Fast fertig, 95%. Ich bin mal gespannt, was wir als nächstes brauchen. Wahrscheinlich 1000 Handwerkarbeitskräfte oder 1500 oder 2000. Oh, mir wird schon schlecht, wenn ich daran denke. Ja, wie machen wir das mit den Taschenuhren? Wollen wir Gold hier kaufen? Geld haben wir ohne Ende. Kaufen wir mal sicherheitshalber noch Gold mit dazu. Erledigt. Ja, vielleicht bringt uns jemand was. So, die Bauphase ist fertig. Sehr gut. Dann schließen wir die mal ab. Ah, da, so was brauchen wir denn? Ich möchte es gar nicht wissen. 1500, als hätte ich es nicht geahnt. Und wir brauchen Holzfurniere. Ach, herrjemine. Dampfmaschinen, Fenster haben wir und Holzfurniere, die bauen wir noch gar nicht. Wo können wir denn Holzfurniere bauen? Können wir die hier bauen? Ja, Gott sei Dank. Der braucht bloß Holz. Oh, und ich gleich da. Bau du mal Holzfurniere und dann gucken wir mal weiter. Wir müssen uns ja, wir brauchen hier die Handwerker. 1500. Das heißt,
können mal. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Erstmal können wir uns da. Ach, das sind die. Ja, das geht jetzt gleich. Ihr Schiff Schlag auf Schlag. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Was wollte ich machen? Ach so. Ja. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, dann fangen wir mal an. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, 700. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, die beiden auch noch. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Mal gucken, jetzt müssten die sich noch ein bisschen... Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ah, oh, hier aber Kirche. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wo war die Kirche? Hier war die Kirche. Kann das so gedruckt werden? Ja. Weiß ich, lass mal gucken. Ich Ihnen diesen Überhaus das Rumknappheit, ja, das ist doch gelogen. Keine Änderung? Oder? Wirklich? Keine Änderung? Ach, das geht schon mit der Rumknappheit, bloß weil wir gerade was Neues gebaut haben. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Immer diese Lügenpresse. So, dann machen wir das doch ein bisschen schön hier noch. Was haben wir denn Schönes? Malerisches Plan. Reiterstatue, vielleicht nicht unbedingt eine Gedenkstätte. Achso, das war die Anno, ne? Nee, das ist nichts. Zaun. Was haben wir hier Schönes? Springbrunnen, das war 3x3, das ist zu groß. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Genau, guck mal. Ein Pavillon da, ein Pavillon da. Schau doch. Erstaunlich. Kleine Springbrunnen. Auch Zweier, so. Was haben wir hier? Das ist nicht so ganz das Wahre. Das glitzert so wundervoll. So. Und hinten bauen wir. Was bauen wir denn da? Der Fluss. Was haben wir da noch so Schönes? Vielleicht. Ah. Zypressen, große Zypressen. Und noch bei den Handwerkern. Die haben noch Gartenbänke. Ja, guck mal, da eine Gartenbank und da eine Gartenbank. Vielleicht noch eine Hecke hier hinten. Doch blöd aus, oder? Ach was. So und so. Und dort noch eine Ecke. Eine Ecke für die Hecke. Und dann ziehen wir das einfach durch. So. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ist okay. Die lassen wir erstmal fahren. Jetzt muss ich mal gucken. Ist denn schon... Ja, da ist ein es. Neuer Auftrag? Bringen wir ihm mal sein Segeltuch. Dem Herrn Smith. Und die? Machst du das für mich? Sieh, wenn ich es selber machen könnte, würde ich nicht fragen. Zack. Bitte schön. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ehrlich und fleißig. Auch wenn sie sich darüber beschwerten, wie lange sie für ihr Foto stillsitzen mussten, schien diese arbeitsame Jornalero-Familie insgeheim ziemlich stolz darauf zu sein, auf unserem Titelblatt zu erscheinen. Okay, ab in die alte Welt. Unser ganzer Kriegsschiff. Ich würde mal, so, die sind wieder... Ich würde mal zwei beiseite stellen. Zwei behalten wir. Ne?
Neue Befehle? Spielstand. Und den ganzen Rest verkaufen wir beim. Na, wo ist er denn hier? Genau, beim Archie. Flotte segelt in Formation. Hier. Wer hier? Mein Magen spielt wieder verrückt. Ich muss mir das hier an sie übergeben. Und ab geht die Post. Flachkreuzer bereit. Nehmen wir mal drei. Die dürfen hier das Schiffchen zerstören. Etwas enge hier am Hafen. So, die beiden tun wir uns mal auf die zwei legen. Bitte angemessene Formulierung. Wie heißt denn hier schon wieder? Da, die heißt schon wieder Puffotter. Nehmen wir mal ein F raus. So. Puffotter. Kampfdeck bereit machen. So, und da haben wir dann noch welche. Zack, 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 zack. Beim Archie verkaufen. Flotte unterwegs. Spart alles viel Geld. Taschenuhren verkauft ihr? Sie vielleicht Taschenuhren? Für uns vielleicht ich freue mich so sehr über deinen Besuch. Nee. Alles Mögliche verkauft sie, nur nicht das. Hier vielleicht? Auch nicht. Wie haben wir denn jetzt eigentlich? 1400 reicht noch nicht ganz. Müssen wir noch einen Block aufrüsten. Das sollte reichen dann. Gerade so. 1500. So. Ach so, ja richtig. Die Holzfurniere. Wie viel haben wir denn schon? Haben wir schon welche gebaut? Er bastelt brav vor sich hin, hat keinen Strom. Öl haben wir? Öl hätten wir genug. Wir könnten hier eigentlich noch ein bisschen Strom hinbauen. Sitzen Sie da nicht rum, geben Sie schon her. Ah, bitteschön. Ich weiß das sehr zu schätzen, wirklich. Das ist nett. Strom. Da. Tja. Ja? Ja? Nee, das reicht nicht. Der ist überlastet. Ah, 150 Stück. Und wie viel haben wir schon? 5. Es zieht sich wohl etwas. Holz haben wir aber noch, ne? Ja, Holz haben wir. Holz verkauft man, das können wir rausnehmen. Fisch. Wobei, Fisch brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so viel, oder? Holzfurniere. Ja, wer hat denn, wo können wir dann kurzfristig noch Holzfurniere herschaffen? Du musst einfach einen Tee mit mir trinken. Die Bente gerade nicht. Ich glaube, sie kauft keine, ne? Nee. Aber viel von dem anderen Zeug verkauft sie. Also wenn wir mal Knappheit haben, können wir mal vorbeigucken. Ja, gut, aber bauen wir jetzt noch Strom? Ja, komm. Bauen hier nochmal Strom. Machen wir es so. Zack, und dann bauen wir Schienen. Können wir gleich von hier aus. Jetzt hier hinten lang. Ich sehe wieder nichts. Moment. Bis dahin und dann. Ach, da ist es dann. Dann machen wir das so. Sehr schön. Hoffentlich reicht das. Der muss aber es hinliefern, das ist okay. Ich brauche keine zweite. Hm.
Oder sind hier wieder Lücken drin, die... Nee, ist angeschlossen. Passt. Müssen wir bloß auf den Zug warten. Schiff unter Beschuss. Ja, das müsste hier hinten sein, ne? Alles easy. Bereit zum Einsatz. Und bald wird auch drei Schiffe. So, dann fahren wir Lotte den bereit. Mal. Nee, zum Archie. Und dann fangen wir mal an zu verkaufen. Du? Ihre Majestät ist nicht zugegen. Oh, 70.000, das ist nett. Neue Befehle? Oh, ich wollte... Das Segeltuch. Eva. Ihre Majestät ist nicht zugegen. Kaufen wir mit. Auf die Station! Sehen Sie, ich... So, da hatten wir noch. Ja, das... Welch höchst... Neue Befehle? Ihre Majestät ist nicht... Sehen Sie? Sie haben an Einfluss verloren. Und das... Welch höchst... Wo war jetzt hier? Bereit zum Einsatz! Das müssen wir zum Archie bringen. Und Geld sparen wir auch tonnenweise. So, was ist denn hier noch alles? Da sind die beiden Schiffe, die behalten wollten. Hier steht noch einer rum. Machen. Den verkaufen wir auch. Die beiden verkaufen wir auch. Der Admiral. Drei sollten noch reichen, jetzt wo keine Piraten mehr da sind. Oh, unsere Expedition hat was. Moment. Na. Ich kenne mich nicht so mit Menschen aus wie Sie. Der Flüchtling. Die örtlichen Behörden suchen nach dem Flüchtling, den sie aufgenommen haben. Ich investiere ausschließlich in rechtschaffene Menschen. Schon wieder. Ein in Lumpen gekleideter Mann bietet ihnen an einem Hafen seine Dienste an und sagt, er würde alles erledigen, was anfällt. Im Gegenzug bittet er um Verpflegung und die Chance, in ihrer Mannschaft aufgenommen zu werden. Anders als bei anderen vorübergehenden Aushilfen, schließen ihre Seeleute ihn bald ins Herz. Denn er hilft überall aus, wo es etwas zu tun gibt. Versteht schnell die Stimmung auf dem Schiff und mischt bei Debatten über den weiteren Kurs der Expedition mit. Seine Fähigkeiten zeugen von Erfahrungen, die die eines einfachen Seemanns weit übersteigen. Doch ihre Mannschaft respektiert seine Verschwiegenheit. Als ihr Schiff den Hafen verlässt, wird es von einem patrouillierenden Kriegsschiff angehalten. Die suchen nach einem Regimekritiker und die Beschreibung passt genau auf den Rekruten. Haben wir noch nie gesehen. Der Täuschungsversuch ihrer Mannschaft ist viel zu leicht zu durchschauen. Mist. Die Leutnants argumentieren, dass sie gerade erst in den Hafen eingelaufen seien und daher noch gar keinen Kontakt mit den Einwohnern gehabt haben können. Doch die Besatzung des Kriegsschiffes scheint beobachtet zu haben, wie ihr Schiff vom Hafen vor, am Hafen vor Anker lag. Da sie nun misstrauisch geworden ist, will sie über ihre Laufplanke auf ihr Schiff kommen, um es zu durchsuchen. Ah gut, versuchen wir es mal. Verstecken wir ihn mal. Die Bestverstecke findet man an Orten, die man in- und auswendig kennt. Ihre Seeleute verstecken den Flüchtling im Frachtraum des Schiffes. Der Haufen aus Lumpen zwischen Vorratskisten und Säcken mit Lebensmittel würde niemanden auffallen. Die perfekte Tarnung. Die patrouillierenden Wachleute geben ihre Durchsuchung bald auf und lassen ihr Schiff weiterfahren, nachdem sie sich dessen Namen notiert haben. Um weitere Durchsuchungen zu vermeiden, verlässt der Flüchtling das Schiff am nächsten Hafen. Fahren wir mal weiter. Schade. So, wer hat denn sich hier wieder? Der Wachtmeister. So, okay, sind die. Ja, da sind sie. Bereit zum Einsatz! Sir Archibald Black.
auch verkaufen. Ich biete Ihnen... Neue Befehle? Gespeichert. Das Ding ist eigentlich nicht schlecht. Aber wir haben ja eigentlich keine... Brauchen wir nicht. Oh, sagen Sie... Kaufen wir mit. Schlachtkreuzer bereit. Sie haben es in vollen Palladrio. Das macht mich froh. So, und den parken wir dann hier mit. Schlachtkreuzer auf dem Weg. So, da haben wir 3 Kriegsschiffe. Haben wir noch? Wir haben jetzt 2,1 Millionen. Wollen wir uns bei dem Hansel hier auch mal einkaufen? Oh, 2,18 Millionen. Okay. Kleiner Augenblick noch. Was macht der Fortschritt in unserem Bau hier? Achso, noch gar nichts, weil uns immer noch diese blöden Holzfurniere fehlen. Gibt's denn schon Strom? Ja, Strom gibt's. Jetzt fehlen ein paar... Oh, jetzt fehlen Ingenieure. Wollten wir vielleicht mal ein paar aufrüsten, oder? Man konnte es durch die tosende Menge hindurch vernehmen. Schule. Oh ja, gut, dann bauen wir auch noch eine Schule hin. War die hier? Ne, Universität fehlte denen noch. Die bauen wir so, oder? Bauen wir einfach so. So. Geht's jetzt? Geht's. Okay, da haben wir wieder. Aber jetzt fehlen uns ein paar Handwerker wieder. Ach, das ist doch... Na gut, dann machen wir den Block hier auch noch. Das reicht, passt. Sehr gut. Wie viel haben wir jetzt? 19. Müsste das aber laufen. Ja, hier hat er... Achso, er hat sich wieder eingekauft, ne? 400.000. Wir müssen natürlich auch erst bei der Bente weiter. Jetzt guck mal, 4 Millionen. Er hat 7.900 und bei ihm... 12.000 für 2,1. Ich würde sagen, wir werden uns erstmal hier einkaufen. Geht's schon? Nee, immer noch nicht ganz. Na los, komm. Ich will mein Geld loswerden. Auf dieser Insel geht es nicht ums Geld. Es doch, doch. Geht um die Menschen. Nein, nein, ums Geld geht's. Ums Geld. So, da haben wir jetzt zwar kein Geld mehr, was uns wahrscheinlich auch hier... Ach nee, das kostet gar kein Geld. Dampfmaschinen müssen wir auch noch rüberbringen. Wo ist denn unser Frachter? Hier. Mehr Druck im Kessel. Dampfmaschinen, wo sind denn die? Da. Schippern wir die doch schon mal rüber. Taschenuhren steigen wieder, aber ich habe so die Befürchtung, das wird nicht lange halten, oder? 6, 5, ja, das ist nicht so, ist nicht so prall. Man muss immer... Müsste mal... Wo ist denn... Ist ja schlecht zu sehen bei diesem... Ei! Das Goldschiff hier, wo auf? Handelsroute. Taschenuhren, Rum, Öl... Kohle, Rum... Räder, Nähmaschinen. Glühbirnen, Rum, Kaffee, Gold. Da kommt einer. Oh, der hat 52 Gold, aber das hört sich gut an. Wie viel Schmuck haben wir hier rumliegen? 35, ist auch nicht. Ja gut, weil das Gold fehlt, ja.
Tabak. Hey! Aber wir müssen erstmal wieder ein bisschen Geld aufbauen. Zum Horizont! Dann können wir mal gucken, wer uns hier... Suchst du etwas Bestimmtes? Tabak, Schokolade, Rum, Kaffee, Perlen. Gut, Perlen brauchen wir. Glaube ich nicht, oder? Da gehen uns die etwa auch schon wieder aus. Nö, nö, nö. Das steigt ohne Ende. Was würde uns denn die gute Dame hier verkaufen? Du bist nicht gekommen, um dich uns anzuschließen, oder? Das ist auch das Zucker. Ja, gut, Schokolade. Da wir keine Insel hier haben, wo wir Schokolade oder Kakao anbauen können, werden wir den einfach kaufen. Dran anhalten! So, Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, Holz können wir auch wieder mitnehmen. Also, Holz. Baldrin! Naja, das ist, glaube ich, immer noch das Problem. Oh ne, jetzt ist auch Kaffee alle. Was? Das ist doch alles ärgerlich. So, dann kaufen wir auch Kaffee. Neue Befehle? Echter Kaffee tatsächlich nicht. Nur liegt das nur daran, dass die Schiffe zu langsam sind. Der bringt immer brav Schokolade. Geld steigt. Sieht alles gut an. Ei! Ist die schon wieder? Die heißt Hummer. dieser Filter ist echt etwas deppert. So, hier wieder alles einlagern und zurück. Jetzt machen wir mal wieder die Lager ja komplett voll. So weit wie es geht. Wir schlingern ins Ungewisse. Oh, was habt ihr denn schon wieder? Wir brauchen sie und ihr Feingefühl. Was so Artefakte. Wer war es denn? Genau, das war sie. Weiter geht's. Kisten unter Deck. So, Steine. Alles rüberschippern hier. Zum Horizont! Dann brauchen wir am Ende wahrscheinlich 2000 Ingenieure, oder? Ich hab so die Befürchtung. Holla die Waldfee. Die nächste Stufe. Wir sind jetzt bei 4. Ja gut, die Holzfurniere. Mal gucken, wenn das gut läuft. Moment, wie viel haben wir denn jetzt da? 32. Naja, vielleicht Ende der nächsten Folge haben dann genug. Aber wir haben auch genug Holz, oder? Wobei, jetzt geht's runter. Jetzt würde ich ja noch 150. Nee, lassen wir ihn einfach vor sich hin basteln. Ist ja nicht so schlimm. War das Goldschiffchen schon da? Nee. Müsste aber demnächst hier irgendwie kommen. Was haben wir denn an inaktiven Schiffen? Ah ja, das können wir gleich mal ausladen. Und wieder zurück. Sind unterwegs! Der ist überlastet, aber da, ja, egal. Ah, die Hochräder. Es ist uns schon wieder das Eisen ausgegangen. Das ist doch... Das alles nicht.
Spielstand gespeichert. Zink. Zink haben wir genug, Kupfer haben wir auch. Aber... Ne, haben wir auch genug. Da können wir glattweg noch eine Schmelzhütte dazustellen. Moment. Das sich auch wieder gibt. Gott hatte den fehlt Gold, ja. Ist ja. Zur ist Stelle. Das Goldschiff? Nee, das ist Kohle. Das Goldschiff? Nein. Ist noch nicht da. Das fuhr doch hier irgendwie rum. Schoner steht bereit. Das ist der Kaffee. Der wichtige Kaffee. Wir helfen, wo wir können. Goldschiffchen müsste ja aber irgendwo demnächst mal vorbeikommen. Kann gar nicht so weit weg sein. Ei! Ah, jetzt war es da. Okay. Jetzt geht die Produktion auch wieder etwas nach oben. Gucken, ob wir das irgendwie in den Griff bekommen. Kauft vielleicht irgendwer Gold? Oh, ist das nicht ein wunderschöner Schmuck Tag? Schmuck verkauft sie. Viel Geld. Hochräder aber auch. Könnten wir eigentlich voll machen, oder? Geld haben wir ja. Braucht sie was? Oh, sie braucht das, was wir auch nicht haben. Aber das könnten wir uns... Messing, Bier, Kleidung. Was ist denn in der neuen Welt? Was verkauft denn da Schönes? Oh, die möchte was haben. Was ich weiß, du hilfst der guten Sache. Abholen. Du bist so hilfsbereit. Schiffsbrüchige. Bereit für den Einsatz. Holen wir doch ab. Aber doch, Schiffchen haben wir doch da. Okay. Kannst du es auch kaum erwarten, dich kopfüber ins Ungewisse zu stürzen? Oh ja, hier verkauft sie etwas Gold. Aber auch nicht viel. Müssen wir dann mal gucken. Jetzt würde ich ja tatsächlich mal hingehen und ihr ein paar von denen... Wo ist es hier? Mal eine kleine Tour machen. Weil Geld haben wir. Das können wir alles rauslassen. Unsere Lager etwas füllen. Wenn wir dann von der neuen Welt zurückkommen mit dem anderen Schiff, dann nehmen wir auch ein bisschen Gold von ihr mit. Dann machen wir dann auch mal eine Tour. Ja, die Furniere. Wie viel haben wir denn inzwischen schon? 40. Ja, gar nicht mal so. Schlecht. So, Holz, Steine, Stahl. Ah, hier, da haben wir auch wieder vier. Sehr gut. Nehmen wir noch Fenster mit. Und schippern das zurück. Abdrehen beginnen. Ja, läuft ja soweit. Noch ein bisschen unstet. Aber wir rutschen nicht mehr ins Minus. Hochräder, hoffentlich jetzt, wenn das Eisen wieder da ist, dass das dann hinhaut. Ich hoffe mal nicht, dass es am Kautschuk liegt, oder? Sagt denn der Kautschuk überhaupt? Was denn der Kautschuk? Ne, Kautschuk haben wir. Liegt am Stahl. Also gucken wir jetzt erstmal, was das mit dem Eisen wird. Die verkaufen wir auch nicht mehr. Segel, ja, davon brauchen wir nicht allzu viel. Aber noch was Wichtiges nehmen. Läuft. Kriegsschiffe haben wir auch noch. Moment, was ist mit der Abholaufgabe? Ist das Schiffchen schon da?
Auf Ihren Befehl. Nee, noch nicht. Muss auch wieder gegen den Wind segeln. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Oh, das ist so. Bei Isla 0. Also genau austariert. Aber okay. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Ciao, ciao.